Ich musste in Sherringford Hall gefundenen. Jetzt sollte ich den Stoff. Die Flecken sind klebrig, aber nicht sehr ölig. Ich muss die in Sherringford Hall gefundenen Beweise analysieren. Ein Stück weißer Stoff, eine kleine Dose, verschiedene Pulver und schließlich die Haare. An die Arbeit. Untersuchen wir das unter dem Mikroskop. Ein sehr feiner weißer Stoff. Es scheint mir, dass wir alle Schlüsselelemente zusammengetragen haben, Watson. Bevor wir uns aber ausruhen, fassen wir unsere Ergebnisse doch einmal zusammen. Die Fragen sollten mit Ja oder Nein beantwortet und mit Beweisen oder Aussagen untermauert werden, die während der Untersuchung gesammelt wurden.
Was für ein Kinderspiel, Watson. Wir haben alle Fragen beantwortet. Mein lieber Lestrade, ich gratuliere Ihnen zur Präzision Ihrer Aufzeichnungen. Es stimmt zwar, dass Sie alles von Wichtigkeit ausgelassen haben, aber Sie haben mir die Mühe erspart, alle Bagatellen auszuschließen und haben mir die richtige Richtung gewiesen. Ah, ich höre vertraute Schritte auf der Treppe. Watson, setzen Sie sich doch. Sie müssen halb verhungert sein. Lestrade war so freundlich, uns in der Hoffnung, es würde uns bei dieser Angelegenheit nützen, eine Kopie seiner Aufzeichnung zu bringen. In der Tat. Sie können sie jetzt studieren, während Sie Ihr Mahl genießen. Bitte lassen Sie sich Zeit, Watson, denn eine schlechte Verdauung mindert die Denkfähigkeit. Holmes, Sie werden keinen Widerspruch von mir vernehmen, denn dieses Gewicht ist köstlich. Wenn Sie Ihre Mahlzeit beendet haben, machen wir uns mit Lestrade auf nach Sherringford Hall. Ich sollte die Dokumente lesen, die Holmes mir gab. All dies ist höchst interessant. Den Beweisen zufolge scheint es, dass sich der Schütze weder im Ballsaal noch im Flur befand. Aber wo war er dann? Sind Sie fertig, Watson? Können wir gehen? Gehen wir zurück zu Sherringford Hall. Kutscher! Gehen Sie doch hinein, meine Herren. Bitte warten Sie hier, Gentlemen. Ich werde nachsehen, ob Miss Lavinia Besucher empfängt. Sie ist in ihrem Zimmer. Nun, Mr. Grimble, ich habe nicht erwartet, Sie zu dieser Stunde hier zu sehen. Ich mache mir Sorgen um Miss Lavinia. Ich hoffte auch, Neuigkeiten in Bezug auf die Untersuchung zu erfahren. Diese ganze Angelegenheit kann dem Unternehmen großen Schaden zufügen. Scheinbar hatten Sir Bromsby und Miss Lavinia ein sehr angespanntes Verhältnis. Nun, Sir Bromsby und Miss Lavinia sind nie gut miteinander ausgekommen. In letzter Zeit war ihre Distanz aufgrund diverser Vorfälle sogar noch angewachsen. Was für Vorfälle meinen Sie genau? Ich erinnere mich an einen Vorfall in Indien, bei dem Sir Bromsby einen Freund von Miss Lavinia angriff. Er war der Sohn unseres einheimischen Kutschers. Scheinbar hatte er einen Krug Wasser verschüttet, mit dem Sir Bromsby sich das Gesicht waschen wollte. Bromsby fluchte und schlug vor den Augen seiner Tochter auf den Jungen ein. Miss Lavinia nahm ihren Freund in Schutz und beschimpfte ihren Vater unflätig. Was Sie nicht sagen. Was geschah dann? In ganz Indien gibt es niemanden, der es gewagt hätte, so mit Sir Bromsby zu reden. Er schloss sich für den Rest des Tages in seinem Büro ein. Am nächsten Tag entließ er den Kutscher. Aber trotz dieser Vorfälle bin ich doch sicher, dass Miss Lavinia ihren Vater geliebt hat. Ich muss mich jetzt verabschieden. Wie Sie wünschen. Ich werde noch hier bleiben. Ich muss Sie nun verlassen, meine Herren. Ich habe einige Dinge zu verifizieren. Je mehr wir die Fakten dieser Angelegenheit erwägen, desto mysteriöser wird es. Es ist wichtig, präzise zu sein und eine schlüssige Analyse zu liefern. Aber wir bei Scotland Yard wissen das nur zu gut. Erinnert mich an einen Fall, den ich mal löste. Ich glaube, es hatte etwas mit gestohlenen Poloschlägern zu tun. Ich selbst habe diesen Sport bis vor einigen Jahren ausgeübt. Wirklich? Mögen Sie auch Polo, Mr. Grimble?
Nein. Sie können sich die Vorzüge dieses Sportes nicht vorstellen. Die perfekte Einheit von Mann und Pferd. Ein wenig wie der Walzer. Genau, außer dass in diesem Sport bei vollem Galopp aufgestiegen wird, was die Dinge kompliziert. Ich kann nicht folgen. Die Brixton-Mannschaft ist in meinen Augen das beste Beispiel, wie Polo gespielt werden sollte. Ja, sie mögen ja ganz gut sein, aber was halten Sie vom letzten Spiel der Rangers? Sie waren großartig. Aber was ist an Brixton auszusetzen? Waren Sie nicht Ursache eines Spektakels bezüglich einer Korruption? Dürfte ich eintreten? Ja, ja, nimm das und das. Verzeihung, aber ich glaube, es ist schon ziemlich tot. Oh, Sie haben mich erschreckt. Ich hab's an den Nerven, wenn Sie verstehen. Ich kann meine Flaschen nicht finden. Auf dem Tisch. Nein, nicht die. Das ist billiger Fusel. Die zwei Flaschen, die der alte Friede seiner Asche für das Fest aus London geordert hatte. Beide waren 18 Jahre alter Whisky. Ideal für Verdauung und Herzschmerz. Und wer hätte sie genommen haben können? Ich bin sicher, dass der Kellner von Hartford sie geklaut hat. Wer sonst hätte diese beiden teuren Flaschen zwischen den anderen herausgepickt? Sehr gut. Dann lasse ich sie jetzt mit ihrem Hühnchen allein. In Ordnung. Von wem können die stammen? Die Handtasche von Lavinia Bromsby. Ich heiße das Durchwühlen des persönlichen Besitzes einer Dame eigentlich nicht gut, aber ich glaube, sie wird es verstehen. Ein Programm der Londoner Oper. Ich fühle mich nun in der Lage, Ihre Fragen zu beantworten, Mr. Holmes. Gestern war ich nicht bei Verstand. Auf Anraten Mr. Grimbles möchte ich Sie unterstützen. Er erklärte mir, dass alles, was mein Vater je aufgebaut hat, vielleicht zusammenbricht, wenn dieser Klatsch nicht aufhört und diese Sache nicht aufgeklärt wird. Stimmen Sie dem zu, Mr. Holmes? Wie auch immer die Wahrheit aussieht, ich werde sie enthüllen. Zuerst müsste ich wissen, wo Sie während dieses unglückseligen Ereignisses waren und was Sie taten. Zuerst kümmerte ich mich im Damensalon um mein Äußeres. Auf Wunsch meines Vaters stand ich dann leise in der Tür des Ballsaals. Während alle, mich eingeschlossen, meinen Vater beobachteten, puderte ich mir ein letztes Mal das Gesicht. Plötzlich hörte ich hinter mir dieses Geräusch. Dann sah ich meinen Vater taumeln und fallen. Oh mein Gott, ich lief schnell zu ihm und sah, dass er tot war. Wie sah das Verhältnis zu Ihrem Vater aus?
In den letzten 6 Jahren haben wir uns kaum gesehen oder geschrieben. Aber der Vater, den ich bei meiner Rückkehr antraf, war nicht der Mann, an den ich mich erinnerte. Etwas in seinen Augen hatte sich verändert. Es lag Vorsicht in ihnen und vielleicht sogar eine unerklärte Sorge. Vergeben Sie mir, aber scheinbar hat Lieutenant Harrington es sich zur Aufgabe gemacht, sich um Sie zu kümmern. Ach, er hat sich als höchst ritterlich und rücksichtsvoll erwiesen. Außer Mr. Grimble habe